Mein Name ist Friedrich Wilhelm Burgdorf. Ich bin Verkaufsberater in den Gebieten Hannover, Schaumburger Land und Hameln-Pyrmont. Heute befinde ich mich auf dem Versuchsstandort hier in Salzgitter-Ohlendorf und möchte Ihnen etwas zu den anstehenden Fungizidmaßnahmen in den Getreidebeständen berichten. Ja, trotz der kühlen Witterung in den vergangenen Tagen befinden sich unsere früh gedrillten Getreidebestände in EC 30, 31, teilweise auch in 32. Damit wird es Zeit, sich über die erste Fungizidmaßnahme Gedanken zu machen, die sogenannte T1-Maßnahme. Die Gerste hat in der Vorwinterentwicklung teilweise massiv unter Mehltau, Netzflecken gelitten, damit entsprechendes Erregerpotenzial in den Beständen vorhanden ist. Kajak bietet Ihnen einen zuverlässigen Schutz gegen Mehltau, Rhynchosporium, Netzflecken und Halmbruch. Cyprolinil ist darüber hinaus ein unverbrauchter Wirkstoff und bietet Ihnen auch einen Schutz auf resistenten Netzflecken. Bei frühen Auftreten von Zwergrost sollte ein Tebuconazol-haltiges Mittel zum Kajak dazugesetzt werden. Ein halber Liter reicht da aus. Kajak hat ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und sollte mit 1,2 bis 1,5 Liter in EC 31, 32 appliziert werden. Natürlich dürfen wir an dieser Stelle auch den Wachstumsregler nicht vergessen. Eine Mischbarkeit mit Modus ME ist gegeben. Wenn nötig, lassen sich auch Herbizide dazu mischen, um dickotyle Unkräuter zu bekämpfen. Nun befinden wir uns im Weizen auf der Versuchsfläche in Salzgitter-Ohlendorf. Früh gedrillte Bestände befinden sich auch hier in EC 29 bis 30. Das gilt auch für Roggen und Tritikale. Vor der kalten Phase sind auf einigen Beständen schon die CCC-Maßnahme gelaufen. Auch hier gilt, die Bestände gegen frühe Blattkrankheiten wie Heimbasiserkrankungen, Mehltau, Septoria und Gelbrost zu schützen. Unix Pro mit einer neuen Wirkstoffkombination aus Cyprolinil und Proteoconazol bietet Ihnen eine Komplettlösung für alle Getreidearten. Dabei ist Picari mit 300 Gramm je Liter Proteoconazol höher aufgeladen wie die meisten Proteoconazol-Produkte. Meine Empfehlung mit 0,5 Kilogramm Unix und 0,5 Liter Picari bietet Ihnen einen Schutz bis zum Farnblattstadium. Unix Pro bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und passt mit dem 10 Hektar Gebinde auf alle Getreide anbauenden Betriebe. Darüber hinaus ist Unix Pro sehr gut verträglich, sehr gut mischbar und mit Wachstumsregler wie zum Beispiel mit einem Modus ME natürlich auch in diesem Stadium sehr gut zu kombinieren. Unix Pro kann auch mit einem Herbizid zur dickotylen Unkrautbekämpfung kombiniert werden. Weitere Informationen erhalten Sie von uns dann wieder zum Farnblattstadium.